Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76, meine Freunde. Ich befinde mich hier an diesem Rissstandort, habe gerade in der letzten Folge eine Brandbestie erledigt. Und jetzt tue ich diesen Rissstandort erst wieder entdecken, jawohl. Ah, sehr schön, da ist diese da gibt es auch dieses Ultrazit. Jetzt gehen wir noch schnell vorbei. Da ein bisschen Strahlung abgekriegt, ist nicht weiter dramatisch. Also. Ich bin auf der Suche nach verschiedenen Kreaturenarten, die ich mit meinem Säbel erledigen kann. Und da ein Level 57 Gegner. Nicht Gegner, sondern Mitspieler. So, jetzt gehen wir zum nächsten Standort. Mal sehen, wen ich hier erledigen kann. Oh, das sind Roboter. Ah, die sind sogar Level 26. Das könnte etwas zu heftig werden. Für... Ja, das ist zu heftig für mein Schwert. Okay. Hi, ich bin Dick Shale. Willkommen an diesem wunderschönen Denkmal. Bevor wir anfangen, sollten wir einen Moment innehalten. Oh, ein Gleisgewehr. Um uns am erfrischenden Geschmack einer eiskalten Nuka-Cola zu erfreuen. Greifen Sie ruhig zu. Ich werde so lange hier auf Sie warten. Wenn alle ihre Cola genießen, können wir ja anfangen. Dieses Denkmal wurde im Jahr 1952 für die fleißigen Bergleute von Appalachia errichtet. Komitees der Gewerkschaft der Bergleute und des Bergbauverbands Appalachia haben diesen Entwurf gemeinsam aus hunderten eingereichten Skulpturen ausgewählt. Das Denkmal ist so beliebt, dass eine Nachbildung davon in Beckley aufgestellt wurde. Der Bergbauverband Appalachia möchte Sie daran erinnern, dass Bergleute gerecht entlohnt werden und es keine Beweise dafür gibt, dass Bergbau zu übermäßigen gesundheitlichen Risiken oder erheblichen Umweltschäden führt. Ja, ja. Wir wissen, dass es anders ist, aber egal. Also, gehen wir zum nächsten Standort. Da haben wir einen Sendeturm, aber da gehe ich jetzt zum nächsten Ort. Mal sehen. Wie gesagt, ich muss einfach Gegner erledigen. Supermutanten. Sehr gut. Komm. Ach du, kriegst die Tür nicht zu. Da. So. Und ein weiteres Level. Sehr gut. Das hatte ich gehofft, in der letzten Folge hinzukriegen, aber es hat jetzt... So, und wie? Jetzt haben wir eine zweite... Töte eine verschiedene Kreaturenarten. Einen Hund getötet. Stufe den dritten Punkt. Sehr gut. Gut. Das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. So, ich wollte hier lang. Mein nächstes. So. Und hopp. Okay. Da hoch komme ich nicht auf normalen Wege. So. Moment, das ist hier. Ah,
Da war ich schon, aber ich will hier hoch. Genau. So macht man das doch viel. So macht es doch richtig Spaß, hochzuspringen. Und noch einer. Jawohl, jetzt bin ich gleich ganz oben. Halt. Da. Hoppa. Hoppa. Jawohl. Da. Hoppa. Bastian Park. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Sehr gut. Eine. Ja. Da kommt sie. Ja, das könnte etwas, doch etwas problematischer werden. Vor allem, weil es mehrere sind. Oh, Atomspielzeug. Da, sehr schön, da ist jetzt das. Da, erledigt. Ah, Kartoffelchips. Und Fleisch und Bohnen. Das ist in Ordnung. Warum er das jetzt wieder nicht registriert hat? Silbermedaillon. Okay. Na gut, nachdem er das nicht registriert hat... So, aufgepasst. Bastionpark haben wir. Moment, was haben wir denn da? Ah, das ist Standort Charlie. Da will ich jetzt nicht hin. Das war mal das Bergbaudenkmal. Unheimliche Höhlen und den Sendeturm. Ha. Was sind denn jetzt eigentlich die 6 verschiedenen Kreaturenarten, die ich erledigen muss? Moment einmal. Das klären wir gleich mal. Nichts wirklich Interessantes gefunden. Dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter Gegner erledigen mit dieser Waffe. Nein. So, liebe Leute. Ja, dann reise ich bin. Dann habe ich mal kurz einen Cut gemacht. Ich musste schnell was erledigen. Ja, dann reise ich zur Riesenteekanne, weil da werde ich ja auch nochmal die Möglichkeit haben, auf Tiere zu treffen. Und es geht ja hauptsächlich um Tiere, dass ich die erledige. Gut, dann mal los. Aber ich glaube, so diese Flügler, die habe ich schon. So.
da ist auf jeden Fall gutes Zeug. Abgekochte Wasser. Ja, Nahrung brauche ich sowieso jetzt mehr als genug. Ein Comic-Magazin, sehr gut. Okay. Nö, das war hat auf jeden Fall nicht gezählt. Ja, dann müsste ich zwangsläufig diese Mission starten. Jetzt reisen. Jetzt machen wir mal was anderes. Wir reisen nach Green Country Lodge. Da sind auf jeden Fall auch noch auch nochmal Tiere. Wenn sie es mir da nicht weggeballert haben. Das hoffe ich mal, dass das gut funktioniert. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Opossum. Okay. So. Ein kleines Tier ist erledigt. Somit haben wir das auch abgeschlossen. Ja, das zählt, das registriert er jetzt nicht. Okay, dann haben wir wenigstens ein weiteres kleines Tier erledigt. So, muss ich nur rauskriegen. Ah, Nagetier erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein einziges. Hundhammer auch schon. So. Jetzt hier. Moment. Wie gesagt, ich bin gerade überlegen, wo ich auf Tieren. Moment mal. Vielleicht einen Hirsch. Sowas in der Richtung. Laufen. Genau, und dann haben wir schon was. So. Registriert er was? Nö? Doch, passt. Das war's. Okay, wir haben's geschafft. Riverside Manor, zurückkehren. Das hat doch jetzt wunderbar funktioniert. Sehr schön. Dann habe ich diese Mission wenigstens auch abgeschlossen. Das ist doch schon mal nicht wirklich schlecht. Wenn ich das Pilz betrachte, hätte ich den Hirnpilz mitnehmen können. Hirnpilz hilft mir sehr viel. Okay, also jetzt wechseln wir mal auf eine vernünftige Waffe wieder.
Okay. Nachladen. Willkommen zurück, Novizin. Jo, willkommen zurück. Willkommen zurück. So, verwende den Hersteller und das Schwert von Bastet. Herstellungsdienst, das Schwert von Bastet. Jawoll! So, jetzt machen wir Daten. Okay. Und eine weitere Quest auch abgeschlossen. Sehr schön. So, und jetzt hat die nächste die Stimme von Zed. Das heißt, ich brauche das EMP-Forschungsprogramm. So. Dazu muss ich... hier, Sugar Grove. Da. Nein. Dann machen wir gleich diese Mission. Geht's weiter nach Sugar Grove und schauen wir mal, ob da irgendwas, wie schwer diese Gegner in diesem Fall jetzt sind für mich. Oder ob ich jetzt das jetzt mit Powerrüstung mache oder ob das ohne Powerrüstung geht. Ja, das wird sich dann gleich zeigen. So. Also, mal sehen, was mich jetzt hier erwartet. Nehmen wir mal meine Hauptwaffe. Ist das jemand, der von mir in den Hintern gefällt? Du musst sehen, was Onkel Sam gekommen ist. Ein weiterer Bauplan. Geile Geschichte, das. Moment. Fluchtversuch macht alles nur noch schlimmer für sie. Ja, das ist auf jeden Fall was für meine Hauptwaffe. Okay. Halt. Halt. So. Halt. Was ist das hier? So, was wir natürlich jetzt auch hier haben, sind viele, viele Schrauben. Die kann ich natürlich nicht stehen lassen. Und das sind Kaffeetassen, die lassen wir stehen. Bleistift muss auch mit. Wie gesagt, ich war hier ja auch schon des Öfteren und das Hauptding, was ich hier natürlich gesammelt habe. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Mein linkes Bein. Okay. Eine bessere Rüstung. Eine deutlich bessere Rüstung. Okay. Tja. Die kann ich natürlich jetzt hier nicht stehen lassen. So. Dosen mitnehmen.
Dosen mitnehmen. Dose mitnehmen. Das bringt Blei. So, der ist schon. So, Sugar Grove. Ja, als ich das letzte Mal da gewesen bin, mit der Enklave-Mission, hätte ich es vielleicht doch eher gleich alles machen können. Na egal jetzt. Machen wir es nochmal. Gehen wir nochmal durch Sugar Grove. So. Das war nicht nett. Stimmt. Das habe ich aber total vergessen. Dass der explodiert. Ein legendärer Mr. Gutsy. So, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen hier um. Ich habe jetzt gerade so richtig das Ganze genossen. Klemmbretter muss ich inzwischen auch mitnehmen, weil die mir Federn bringen. Das hier, abgenutztes Klemmbrett. Federn. Babyrassel, Blei. Schrauben. Jetzt bin ich überladen. Macht nichts. A-Klammernbox, Bleistift. Und abgenutztes Klemmbrett. Oh, da war eine Haarklammer. Nochmal ihr Bleistift. Alter, da liegt auch nochmal einer. Das kannst du gerne machen, mein süßer kleiner Mr. Gutsy. Kampfbereitschaft einstellen, Leute. Nö. Du wirst gleich. Halt. Halt. Da ist er. Ein Telefon. Technische Daten. Nee, ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay.
So, jetzt gehen wir nochmal hier durch. Nochmal einen Ventilator. Hallo? Was ist jetzt los? Ich bin da nicht rausgekommen aus dem System. So, jetzt nochmal. Was war denn das jetzt? Bin jetzt gerade überhaupt nicht aus dem System rausgekommen. Das hat es nicht zugelassen. Okay. Okay. Ich hoffe, dass wir nach all dem hier Freunde werden. So, hier wird wahrscheinlich ein etwas härterer sein. Ein Colonel Gazzi, super. Okay. Nochmal ein Telefon. Ah, gibt's sonst irgendwas? Ah, ein Bleirohr. So. Dann Waffen. Und dann haben wir diese Laserwaffe. Forschungsprojekte. Moment. EMP-Forschungsprogramm, jetzt hat. Da ist es. Okay.
Was sagst du mir jetzt? So, dann haben wir... Ich glaube, ich habe sogar noch eins drin. Leeres Foloband. Dann Forschungsprojekte. EMP-Waffenentwicklung. So, Forschungsdaten und Projektdaten herunter. Ha. Nee, das macht's nicht. Okay, ich dachte, das funktioniert so. So. Dann Holoband laden. So, jetzt probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Jetzt habe ich was anderes reingelegt. Ah nein, das ist nicht. Ansonsten muss ich dann... Nein, okay. So, dann muss ich anscheinend zu diesem anderen Terminal. Geh mal schnell. Bleiben Sie stehen. Hä? Ah, jetzt. Aua. Feind ist aus der Gefechtszone geflohen. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ja. Ein Aggressor-Tron der Stufe 46. Alles klar. Ja, ist ja gut. So, dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Es wird heute doch wieder ein etwas längeres. Ich hatte gehofft, das nicht mehr machen. So, alles klar. Dann mal. Kleidung. Dann mit meiner Power-Rüstung. Dann werde ich den Aggressor-Tron versuchen mit meiner Power-Rüstung. Ich habe auch schon Aggressor-Trons erledigt.
Da ist er. Ah, da ist er. Genau. So, Mistviech. So, mein... Haben wir hier noch mit Sicherheit ein paar Gegner und dann sollte ich Ruhe haben. Ah. Ah. Jawohl, das schaut jetzt. Okay. Das schaut jetzt relativ gut aus. So. Jetzt kann ich hier meine Power-Rüstung wieder loswerden. Dann war das ja hier. Okay, wir haben heute festgestellt, ob ein primärer Speicherplatz ausgegangen. Solange das Problem nicht behoben ist, ein sekundäres Bundler, habe ich ein sekundäres Bundler veraktiviert. Bitte starten Sie Ihre Terminals schnell, dann sollte alles wieder funktionieren. Moment. Machen wir... Ein leeres Holoband. Nee. Also das klappt auch nicht. Na gut, na gut. Irgendwas. Ah, sehr schön. Okay, Forschungsprojekte, dann schauen wir mal. Nehmen wir mal das hier. Genau. Besorge ein Projekt von
Das krieg ich jetzt bei diesem anderen Terminal. Das müsste ich, glaube ich, hier. Nee. Okay. Dann, wenn ich das nicht von hier, dann muss ich tatsächlich wieder hier runter. Ah, noch ein Telefon. Nee. Hä? Ah, das sind Zigaretten komplett da oben. Tja, Leute. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen umgeschaut. Was mich jetzt gerade auch etwas stutzig gemacht hat, ist, dass er okay. Projekt Siphon. Jetzt probieren wir mal was anderes. Laden wir mal nochmal das Holoband. Sugar Grove Sighting Analytics übertragen. Okay. Anscheinend war es doch da unten. Muss ich nochmal runter. Irgendwo werde ich doch da ein... Ah, hier sind noch mehrere von diesen von diesen Dingern.
Ja, das ist hier. Lagerte Dokumente. Also dann. Nein. Nein. Okay, anscheinend kriege ich es hier definitiv nicht. Dann muss ich woanders hin. Aber hier sind nochmal ein paar von diesen Klemmbrettern. Na gut, Leute. Das werden wir aber jetzt in der nächsten Folge. Jetzt schauen wir uns nochmal hier um. So Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal die Folge beenden und dann erstmal in der nächsten Folge wollen wir da weitermachen, dass ich hier schaue, was ich, wo ich da genau eigentlich hin muss, damit ich diese Stimme von Bastet endlich abschließen kann, damit ich endlich diese ganze Mission beenden kann, ehrlicherweise. Also Leute, ich bin raus, ich gehe jetzt auch hier raus. Irgendwo werde ich das bestimmt herbekommen, aber das kann sein, dass das auch draußen passieren wird. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und wir sehen uns im nächsten Video.